Was geht ab, meine schönen Menschen? Hier ist euer M3D. Bei der Hero Remote. Und wir tun es. Wir tun es jetzt absolut. Wir machen Platz im Inventar. Ne, wir graben uns jetzt auf jeden Fall noch runter. Essen haben wir mehr als genug. Nehmen wir mit. Tja, können wir eigentlich wegwerfen. Das Brot nehmen wir mit. Ist komplett egal. Die Werkbank brauche ich gar nicht. Ich bin so doof. Ne? Ich habe doch eigentlich einen Rucksack mit der... Ja, egal. So. Wir machen mal ein bisschen die Flubbel die kaputt. Ja, genau. Und graben uns doch mal ganz elegant nach unten. Ja, das dürfen wir aber nicht überall machen. Ne? Verpisst euch. Vielleicht sollte man sich auch mal einen Weg nach oben erschaffen. Jawohl. Ich habe auch gar nicht auf die Fackeln geachtet, merke ich gerade. Wir sind jetzt auf 58er Höhe. Was glaubt ihr, wie weit müssten wir runter? Ich tippe mal so auf 30er Höhe. Das würde für mich irgendwie Sinn machen. 53. Eieiei. Gehen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ja, ist okay, ist okay. Damit kann man... Ich dachte gerade, da wäre ein Durchgang, ne? Damit kann man arbeiten auf jeden Fall. Oh, hier ist Erd. Oh, das würde ich ja gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Was ist das? Speckstein. Oh, lol. Warte, da habe ich doch auch was gelernt. So. Ja, so funktioniert das. Ja, siehst du mal, so machst du dein ganzes Inventar frei. Damit kenne ich mich halt einfach aus, weißt du? Inventar frei machen ist meine Stärke. Wir haben mehr Eisen, das würde ich schon gerne mitnehmen. Und wir machen es jetzt so, dass wir einfach hier alles rüberknallen. Scheiß doch drauf, Alter. Ist ja furchtbar. Ständig können wir nichts aufheben wegen dem Kram. Nee, 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 das ersparen wir uns. So, weiter runter. Einfach hier mal weiter runtergraben. Fackel setzen. Warum denn auch nicht? Ich weiß gar nicht, wie viel wir mitnehmen. Oh, wie viel wir von Dings mitnehmen sollten. Von dem Lehm. 43 sind wir. Mal nochmal hier. Was? Stone Free! Calling off. Ich mache immer irgendeine Scheiße. Ich drücke immer irgendwas Falsches. Find a mining system! Wo? Steiniger Stein! Ja, dich suchen wir ja eigentlich, du Mine, du. Aber wo bist du? Gefunden! Alter, bist du sexy. Ich glaube, da kommt was Schönes auf uns zu. Eigentlich kann man sich mit Sand runtergraben, ne? Wäre doch gar nicht mal so dumm, oder? Aha. Oder ist es doch dumm? Ich weiß es nicht. Wir versuchen einfach hier in die Richtung mal runterzukommen. Oh mein Gott, was könnte das alles sein? Dann nehmen wir was Kluges für. Erstmal das hier. Ach, bin ich doof. Hilfe. Das hier nehmen wir, damit es nicht so gefährlich ist und wir wieder hochkommen könnten. Flup. Flup. Ich habe schon ein bisschen Angst zugegebenermaßen, aber ich freue mich auch total, das mit euch zu entdecken gerade. Alter, wie groß ist das denn hier? Kann man das so machen? Man kann. Hallo, hallo. Oh, lol. Ja, hier kann man jetzt auch runterspringen, ne? Das geht ja. Okay. Merken wir uns mal den Ausgang. 287 minus 1320. Jetzt bin ich aber gespannt, was man hier alles finden kann. Ich hoffe ja auf wirklich geilen Scheiß, ne? Und den Moosboden würde ich gerne mitnehmen. Bemooste Steinziegel, wie geil. Aber wir sind ja auch wie Kohle hier, ne? Vielleicht findet mir auch da irgendwas. Speckstein. Speckstein, Speckstein, alles muss versteckt sein. Ein Axolotl, süß. Also ich bin noch nie in so einer... Random Dingsbums gewesen, Mine. Ich bin aber irritiert darüber, dass es hier keine Gegner gibt. Irgendwie komisch, oder? Auch Speckstein. Und ich finde keinen Weg nach unten.
Oh, das ist ja spannend jetzt hier irgendwie. Kohle da hinten. Ja! Das ist natürlich sehr, sehr geil. Alter, ist das tief! Wir müssen uns tatsächlich durchprügeln, ne? Ist vielleicht nicht so geil generiert. Oder es gab einen Steinsturz und dann ist halt hier alles zusammengekracht. Kann ja auch sein. Wir dichten uns eine Story dazu. Warum denn nicht? Alter. Schon ein bisschen Schiss hier rumzulatschen. Ist da ein Spawner gewesen? Aber wovor habe ich denn nicht Schiss hier, ne? Boah. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Eisen. Kohle, Junge. Ja, es war jetzt nicht so geil, dass das alles runterfällt. Nein. Eigentlich nicht so geil, aber was soll man denn machen? Ah, hier hinten kann man landen. Okay. Aber wie kommen wir da runter, verdammt? Oha. Oha, da müssen wir hin. Wir sind oben auf der Mine, Freunde. Sozusagen. Deswegen ist es hier so zugeneriert. Wir müssen runter. Und deswegen gibt es auch keinen Weg nach unten. Also das heißt, zur richtigen Mine kommen wir erst noch. Ui. Ich habe 30 gedacht. Und jetzt sind wir gerade mal auf 30 und sind auf dem Dach. Wow. Okay, dann machen wir das. Wir machen das jetzt. Wir graben uns irgendwie runter. Das nehmen wir natürlich schon mal mit. An Eisen soll es uns ja nicht mangeln. Boah, das ist eine unglaublich große Mine. Glaube sogar, wir gehen zum Eingang zurück, der ja hier war. Und graben uns jetzt hier runter. So. Da, wo dieser schöne Stein aufhört, oder halt hier auch dieser Bruchstein, da graben wir uns dann runter. Das wird der Plan sein. That's the way to go. Absolut spannend, Freunde. Absolut spannend. Oh mein Gott. Wir wissen, was da ist. Kupfer. Warum ist denn das alles hier so, frage ich mich gerade. Ah, wir prügeln jetzt einfach mal schon mal hier runter. Ja, guck mal, ich habe ein Gespür für Kohle einfach. Scheiße. Gib mal eine neue, bitte. Danke. Ja, machen wir das so. Jawohl. Genau. Oh, noch mehr. Ja, dafür sind wir auch hergekommen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, wir haben ja auch einen Plan. Wir wollen ja Kohle sammeln und Eisen. Deswegen kommt uns das auch eigentlich gerade gut gelegen. Wir schaffen's, Freunde. Wir schaffen's. Dann hier runter. Ich glaube, ich werde hier nie wieder rausfinden, aber es wird todesgeil. Vor allem finde ich es eigentlich geil, dass wir diese Mod verfolgen und nicht irgendwie die Originalkarte. Also das wäre ja hier die Standardkarte. Ah ne, das sind beide von der Mod. Filled Map Dungeon. Oh, da müssen wir auch noch hin hier. Egal, weiter geht's. Ich würde jetzt hier mal versuchen, nach unten zu kommen. Hallo Creeper. Oh. Ah, mach's nicht kaputt, bitte. Bitte! Nein! Lol. Er hat's beruhigt. Oh! 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 Ja! Ja! Oh! Oh! Hab schon, oh! Ja! 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 Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn mit euch Spacken los? Warum seid ihr immer so fucking aggressiv? Oh, die haben kaum Leben, ne? Zwei Schläge, dann sind sie tot. Das ist ja geil. Keine Ahnung, wie viele Schläge ich aushalte. Wahrscheinlich schon halben. Oh, oh. Ah, ah. Ja, du hast einen Bogen, okay. Oh, ich brauche einen Bogen. Oh, warum hält der so viel aus? Weißt du, die anderen halten gar nichts aus und der hat so 100.000 Leben, der Assi.
Hat er einen verzauberten Bogen oder sehe ich das falsch? Oh. Junge. Okay, wird nicht ungefährlich, schätze ich mal. Oh Gott. Hat irgendjemand seinen Bogen gedroppt? Das wäre nämlich geil gewesen jetzt. Nee, natürlich nicht. Scheiße. Oh nee, Bro. Oh, Bro. Ah, ja, ja. Oh, Alter, die sind viel zu stark. Die sind viel zu fucking... Oh! Der Loot ist viel zu fucking stark. Fuck. Ich brauche einen Bogen, ne? Anders geht's nicht. Oder, was auch noch gut wäre, ein Schild. Klar, das wäre auch noch eine Idee. Oh! Ja, ja, ja. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Sein Schaden ist nicht von schlechten Eltern. Muss man ihm lassen. Ich habe mal kurz die Schaufel kaputt gemacht. Alter! Ich trau mich nicht. Effizienz 3. Hui. Hui. Melonenkerne brauchen wir nicht. Aber das brauchen wir unbedingt. Und Gleise nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir wollen ja irgendwann mal einen Bahnhof machen. Und da können wir hier gut Gleise sammeln, ne? Aber was machen wir denn jetzt? Huha, huha. Ja, auf jeden Fall das hier mal so zurück. Oh, Junge. Da hat er mich aber auch erschreckt, du. Oh. Das Wichtigste haben wir mitgenommen. Da hinten ist noch... Oh, okay, du bist ein normaler Skelett. Du bist fein. Du bist fein. Ja, ein Bogen. Scheiße, ist ja schon fast kaputt, Junge. Geier. Alter, was ist denn der für ein Problem? Ich glaube, ich würde tatsächlich nach links gehen erstmal. Da hinten ist er. Ich bin übrigens Bogenprofi. Ah, lol, tatsächlich. Guck mal, der holt seinen Kumpel zur Hilfe. Kollege, ich wurde angegriffen. Hilf mir. Wir müssen da jetzt hin zu dem. Sind die ein bisschen verbuggt oder bin ich ein bisschen bescheuert? Ich weiß es nicht. Oh, fucking shit, Alter. Kann halt sein, dass wir auch was Geiles finden, ne? Das würde ich gerne mitnehmen. Oh, kommt aber gerade keiner. Oh mein Gott. Ob das... Oh, es könnte sein, dass es hier eine Mission gibt. So eine Quest oder sowas. Oder ein Versteck. Nein, ich habe keine Fackel mehr. Oh. Kann ich hier kurz ganz... Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Bro! Hilfe! 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 Ah! Geh rein da! Ah, ja, ja, ja. Ich mache jetzt gleich ein Schild. Ich merke schon. Wir brauchen hier dringendst ein Schild. Ja, ist okay. Lass mich in Ruhe. Alter. Stell mal vor, wir hätten nur Brot dabei. Wir würden hier keine 2 Meter weit kommen. So, das Schild macht man richtig komisch. Ich weiß nicht warum, aber es ist auch egal. Zack. Schild gemacht. Ansonsten das mal rübergepackt. Oh ja, warte mal. Wir brauchen noch... Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen ja ein paar Fackeln machen. Ja, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, Freunde. Sorry. Okay. Ja, warte. Nee, wir machen das so. Ja, das Schwert machen wir mal dahin. Alles schön in die Nähe packen. Das werden immer mehr, ne? Wir müssen also... Ah, Hilfe. Aha! Ich baue die Sau ab, Alter. Da kenne ich nichts. Deswegen spawnen die massenhaft nach. Okay.
Aber gut, klar, das macht auch Sinn, weil es müssen ja auch spezielle Gegner sein. Oh. Oh, hier darf man nicht runterfallen, muss man aufpassen. Da ist noch einer. Spawnt die, wenn es ausgeleuchtet ist? Weil die könnte man zum Farmen benutzen. Man könnte halt einen Mob-Spawner draus machen, ne? Eigentlich. Würde es gerne mal ausprobieren. Oh mein Gott, Alter. Oh, wie viele Werkbänke, wie geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Rätsel ist oder ob das jetzt einfach nur so tralala ist. Aber dadurch, dass es hier zu Ende ist, glaube ich nicht, dass es ein Rätsel gibt. Schade. Oh Junge, hier ist riesengroß. Oh, ho, 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 ho. Fucking broken, würde ich sagen. Nehme ich. Akzeptiere ich. Rote Beete-Samen brauchen wir nicht. Wir haben rote Beete. Goldene Apfel nehmen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott. Schutz 4, Haltbarkeit 3, Atmung 3. Was bist du denn Schönes? Effizienz 3, Haltbarkeit 3, Glück 1. Jo, ich ersetze mein ganzes Werkzeug hier jetzt. Warte mal. Eisenschwert. Oh, ist alles ein bisschen schwierig gerade für mich. Ich weiß nicht so, was ich jetzt gerade machen soll. Bin ein bisschen überfordert, verstehst du? Wir sortieren mal das Inventar aus. Das muss auf jeden Fall raus. Das muss raus. Das muss alles weg. Brauchen wir ja alles nicht. Polierter Granit sieht zwar cool aus, aber brauchen wir nicht. Seerosenblätter brauchen wir auch nicht. Keine Ahnung, wofür wir das überhaupt haben. Na, schon viel besser. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir holen mal jetzt hier gerade nochmal die Sachen raus, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Leuchtbären, noch nie gesehen. Will ich haben. Weiter geht's. Jetzt gehen wir mal zum Dingsbums über. Eisenhelm tauschen wir aus. Wobei der sehr stark ist, ne? Aber die reparieren wir tausendmal. Atmung 3, Alter. Damit kann man sogar besser unter Wasser arbeiten. Cool, cool, cool. Diamanten haben wir. Fackeln haben wir mehr als genug. Hier die Spitzhacke-Effizienz 3. Da kann man ja die anderen wegwerfen, ne? Von der Logik her. Ich glaube, wir werden noch mehr als genug Sachen finden. Ich pack die mal weg gerade. Dann kann ich nämlich die Effizienz 3 Spitzhacke benutzen. Okay, was noch? Ja, die kannst du ja auch wegmachen eigentlich. Das kann ich wegmachen, warte. Die Hake kann weg. Die Weizenkörner können weg. Das Ei kann weg. Ja, ich glaube, für die Sortierung reicht das jetzt erstmal. Nö, das ist doch eigentlich okay. Wir nehmen noch das gebratene Fleisch hier raus. Das roh, okay. Das würde ich nehmen zum Schlafen. Aber brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ah, weiße Wolle schmeißt mir. Komm, egal. Machen wir jetzt hier hoch. Die Gleise packen wir hier rein. Aber ich glaube, wir nehmen die trotzdem erstmal hier mit rein, weil wir werden noch viele Gleise finden können, schätze ich mal. Will ich die Spitzhacke noch mitnehmen? Ich glaube, ja. Wir probieren es einfach. Das ist scheißegal. So. Schön ausleuchten, bin ich, dass hier irgendwas spawnt. Okay, hier kann man nicht runterfallen. Gott sei Dank. Hätte da schon Panik bekommen. Passiert irgendwas? Vielleicht muss man drei Schalter aktivieren oder so. Oh mein Gott. Jetzt bewegen wir uns in eine Richtung. Oh, Iron Backpack. Ohoho. Jetzt ist eh alles egal. Effizienz 5, Alter. Schutz 2, Gold. Ja, ja. Fütter mich, du Sau. Bedeck mich mit Diamanten. Ja, meine Rede. Absolut meine Rede, meine Freunde. Aber wir verstecken uns und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.